Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dyson Sphere Programm. Mein Name heißt Gardehol, schön, dass du wieder dabei bist. Unter mir fließen so ganz langsam die roten Teile. Aber wir sind natürlich nicht schnell genug. Das heißt, wir werden jetzt hier nochmal die Produktion ein bisschen beschleunigen, indem wir noch eine weitere Fabrik hier hinbauen. Heißt das? Ich habe keine Ahnung, wo das so ist. So. Und dann müssen wir wieder filtern. Das machen wir mal lieber aus. So, und dann war das so, dass hier soll das Öl rauskommen. Und hier die Elektrolyte. Das Hydrogen, so. Zack. Ja, das mit dem Förderband ist auch wieder doof, ne? Weil jetzt ist die maximale Weite, die wir diese Fabriken weitern können, bis hierhin. Oh Mann, ey. Wir müssten eigentlich da hinten wieder irgendwie zurück. Na. Aber gut, das ist ja nur hier. Ich glaube, die Sachen hier, die wir hier herstellen, werden wir so viel nicht mehr von brauchen. Und jetzt sollten hier eigentlich dann zeitnah mehr von den Dingern rauskommen. Aber irgendwie immer noch nicht. Bauen wir einfach noch eine. Ja, das war falsch. Das war richtig. So. Und dann brauchen wir in der Tat noch mal ein paar Inserter hier. Dann machen wir noch mal aus, damit wir es nicht falsch machen. Und dann hier einmal raus, zweimal raus. Und dann war das hintere war das Öl. Ja, irgendwann werden dann auch Pipelines kommen, dann stehen wir wieder. Dann können wir das nochmal neu machen. So, und das hier war das da. So. Aber jetzt muss es doch viel, deutlich viel schneller gehen. Aber ich weiß schon, was ihr sagt, ne? Komm. Nicht kleckern, kotzen. Gehen bitte. Wieso? So. Und aber noch ein paar Circuit Boards. Aber jetzt doch so langsam kommen die Sachen schneller angeflogen. Und da wollte ich was Cooles zeigen. Das wollte ich in der nächsten Folge schon zeigen. Namentlich, wenn hier jetzt zwei Sachen geforscht werden. Guck mal. Ist das cool? Dann sind beide Würfelchen sind jetzt da drin. Ich finde das cool. So, dann holen wir uns nochmal einen ganzen Bastelsatz Grundzutaten hier. Auch nochmal 100 Stück. Die kann man auch mal gebrauchen. Ach, das ist immer noch nicht vollgelaufen. Das ist aber krass. Haben wir ganz gut gewirtschaftet hier. Sehr gut. Ja, und jetzt gehen auch die blauen, werden auch wieder verbraucht, ne?
Aber die roten stapeln sich noch nicht. Gut. Ja, die weiteren Zutaten müsste man natürlich auch dann langsam vorbereiten. Es laufen immerhin schon mal zwei von den Fabriken. Ja, was können wir denn im Chemiewerk bauen? Plastik aus dem Öl und aus diesen komischen Röhrchen. Sulfuric Acid, das ist wahrscheinlich für Batterien, ne? Nehme ich mal an. So. Wir machen erstmal hiermit weiter. So. Und dann bitte hier einmal wieder filtern. Den hier. Und den hier. Okay, das ist zu nah. Und davon haben wir keine mehr. Das ist immer so ein bisschen komisch, ne? Ich dachte immer, wir hätten welche und dann haben wir überhaupt keinen einzigen mehr. So. Und es laufen immer noch nicht alle drei Fabriken. Und wir haben Probleme mit der Stromversorgung. Das heißt, wir sollten vielleicht doch mal drüber nachdenken, ob wir nicht dann doch das Öl müssen wir auch verbrauchen, ob wir noch ein bisschen Windkrafträder aufstellen. Drei habe ich noch. Ich hätte hier so ein bisschen so eine Offshore-Anlage gebaut, wie ihr vielleicht seht. So in der Annahme, dass wir hier nichts weiter brauchen werden. Aber eventuell sollten wir dann doch hier ein so ein Thermalkraftwerk bauen. A thermal power station. Such power facilities need to consume chemical energy fuels. If you wanted to generate continuous and stable power, you need to ensure a sufficient fuel supply at all times. So, dann können wir uns das auch mal angucken. Wir haben ja unten diese Graphen. Consumption, also es würde auch noch nicht reichen. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich noch eine weitere Energiequelle, auch dann in Form von, weiß ich nicht, Kohle oder... Also auf jeden Fall Öl wäre ganz gut, weil Öl macht ja, ist ja wiederkehrend. Deswegen macht das hier eigentlich gar nicht so viel Sinn. Pass auf, wir machen das mal weg. Jetzt machen wir was ganz Verrücktes, pass auf. Wir lösen jetzt erstmal unser Energieproblem ein für alle Male. Jetzt dreht er durch hier, pass auf. Was wir jetzt Feines machen hier. Also bis jetzt sehen wir, ne? Capacity, Total Consumption, keine Ahnung, was sich das passiert. Aber die Fabriken würden eigentlich mehr brauchen, als sie produzieren. Das ist jetzt, so ist der Stand der Dinge. Ich könnte diese eine Solarzelle hinstellen, aber das bringt ja nichts. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir mal hier mit den Windkraftanlagen. Jetzt mal hier den Weg entlang. Damit hätten wir die schon mal verbunden. Und jetzt gehen wir noch hier lang.
So. Jetzt haben wir das schon mal verbunden. Jetzt sind wir bei... Ja, schon etwas besser. Und jetzt... ist die Frage, ob wir erst... Also, ich weiß jetzt nicht, haben wir Angaben darüber, wie viel Energie hier drin verbrannt? Also, wie viel... wie viel Verbrennung das erzeugt? Pass mal auf. Wenn wir jetzt Folgendes machen. So. Megawatt. So, nochmal. Müssen wir nochmal näher ranstellen hier. Chemical Plant, hier. So. Also 12,9. So, jetzt schließen wir das mal an. So, sieht man das hier? 15. Energie. 4 Megajoule. So, und das hier? Wenn wir es raffiniert haben, hat es 4,4 Megajoule. Ja, die Frage ist, wie viel mehr kriegen wir da noch daraus? Sollen wir das mal probieren? Wir machen mal Folgendes. Wir machen nochmal eine Raffinerie. Oh nein! Wir können keine Raffinerie mehr bauen. Dann machen wir eine Versuchsreihe. So. Erstmal nur die. Das sollte ja funktionieren. So, und dann haben wir neue Forschung. Was sind denn das eigentlich hier? Die leuchten so komisch. Naja. Neue Forschung. Das heißt, wir können hier mal gucken. Crystal Smelting. Deuterium. Doppelt beschichtetes Graphen. X-Ray Cracking, da wird das nochmal effizienter. Krass. So, hier können wir diese Fuel Rods herstellen mit 40 Megajoule. Turbine. Das ist wahrscheinlich eher, dass ich irgendwann fliegen kann. Was haben wir denn bei meinen Upgrades noch? Dass wir mal vielleicht schneller laufen können zum Beispiel erstmal. Hier, das machen wir mal. So, und das bedeutet... wir müssen diese Röhren herstellen. Die stellen wir her... aus den Dreiecken und aus den Donuts. Und die Dreiecke stellen wir her aus Glas. Das heißt, wir müssen erstmal Glas herstellen. So, und Glas stellen wir her aus Stein. Easy. So, wo waren denn meine Steine? Die hier, ne? Hm?
So, und außerdem müssen wir nochmal Folgendes machen. Ausbauen. Es ist schade, dass es hier dann anfängt so schief zu werden. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. So, und die Glasfertigung können wir natürlich auch auf die andere Seite basteln eigentlich, aber dann muss natürlich das Förderband ganz rüber. Die Fabrik geht die ganze Zeit schon nicht. Was ist denn hier los? Weil hier kein Strom ist. Nicht schlecht. Garderol. Ein Klassiker. Immer wieder schön. So, hier geht auch nichts mehr. Weil das Lager vollgelaufen ist. Oh Mann. Also wir haben zwei Probleme. Wir müssen hier, das müssen wir verbrauchen. Wir können das ja verbrauchen, ne? Wir können eigentlich nochmal so ein Kraftwerk bauen. Also hier so einen Kraftwerkstrang runterbauen. So. Das war, glaube ich, genau ein zu weit, oder? Ich weiß nicht. So. Oh, ist das hässlich. Weil dann wären wir nämlich dieses Nebenprodukt los. Und wenn wir das dann wirklich weiter raffinieren, dann können wir es dann nochmal umbauen hier. Hier bei der Donutfabrik sollten wir vielleicht auch nochmal ein Lager dran stellen. Na? Den muss ich ja nehmen, warte. So, den hier. Da lagern wir dann mal ein paar Donuts ein. Schaltkreise können wir auch ein paar einlagern, ne? Aber da haben wir ja unten, glaube ich, auch ein Lager. Nee. Stahl haben wir ein Lager. Oh! Wollen es auch nicht übertreiben. Nee, schön, da fehlen wieder Eisenplatten. Mal ganz was Neues. Vitamine leer. Nee, der Verbrauch ist gerade zu hoch. Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis das wieder sich einnivelliert hat. Genau, aber wir wollten ja nur eine Fabrik bauen, hier eine. Wo war's denn? Strom hier. Oh. Ich habe noch nicht genug Donuts. Da. Auch noch mehr Eisenplatten. Heidenei. Ja, wenn man die irgendwie hier unten wegnehmen könnte, ne? Ja, wäre schon praktisch. Hier fehlen sie jetzt auch. Müssen wir eventuell demnächst nochmal eine weitere Eisenmine erschließen. Weil die auch alle ziemlich weit weg sind. Aber die Stahlfabriken bleiben ja gleich stehen.
Von daher gesehen sollte das dann auch wieder passen. Ja, die ist auch schon stehen geblieben wieder. Hatten wir jetzt die Zahnräder neulich rausgenommen. Aber krass, ne? Also jetzt kommen wir hier auch schon so langsam ans Ende des der Fahnenstange, was den Verbrauch angeht. So, wenn das nämlich hier stehen bleibt. Gut, also in der nächsten Folge werden wir das Problem beheben und dann haben wir doch ein schönes Ende für die erste Staffel, würde ich sagen. Dir danke ich recht herzlich fürs Zuschauen und sage danke. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.